Am Sonntag beginnt die Karwoche. Dieser Tag führt uns auf den österlichen Weg. Die Erfahrung der Spaltung kann überwunden werden, wenn man sich in die Schule Jesu begibt. Der nimmt uns in dieser Woche mit auf seinen Weg. Palmsonntag gedenkt des Einzugs Jesu in Jerusalem. Der Messias kommt einfach auf einem Esel daher. Der Sohn Gottes macht keinen Lärm, nichts Besonderes ist an ihm. Gott ist alltäglich. Das sollte mir eigentlich zu denken geben. Gründonnerstag erinnert an das letzte Abendmahl. Jesus wird seinen Jüngern zur Speise. Seine Mission soll den Gläubigen in Fleisch und Blut übergehen. Und in der Eucharistie soll das Gedächtnis Jesu für alle Zeit begreifbar bleiben. Die Hingabe Jesu wird zum Lebensprogramm für uns Christen. Die Feier der Heiligen Messe wird damit zu einer alternativlosen Kraftquelle für mein Leben aus dem Glauben. Karfreitag richtet den Blick aufs Kreuz. Geduldig erträgt der Gottessohn seine gewaltlose Festnahme, die ungerechte Verurteilung, unsägliches Leid und einen gewaltsamen Tod. Gott steht in der Mitte seiner Schöpfung. In der Passion teilt er nur jedes erdenkliche menschliche Schicksal. In jedem Abgrund menschlichen Lebens lässt sich eben auch Gott finden, denn er ist mir immer nahe. Ostern feiert Jesu Auferstehung. Gott durchbricht alle menschlichen Grenzen. Es gibt keine Spaltung mehr zwischen Zeit und Ewigkeit, zwischen Tod und Leben. Wer das zählt, der wählt die Gemeinschaft mit Gott. Die neue Lebensphilosophie heißt also für uns Christen, eins sein mit Gott, den Mitmenschen, der Schöpfung und mir selbst. Es reicht also nicht, sich an Palmsonntag auf die Seite der jubelnden Menge zu schlagen, die Gott preist. Ebenso unzulänglich ist das gläubige Mitleid des Karfreitags. Die angebrochene Karwoche, die wir nun beginnen, fordert mich auf, meine religiösen Gefühle zu ordnen. Mir muss klar werden, dass es an Ostern um alles geht. Um mich und meinen Glauben, um meine Begeisterung für die Sache Gottes, um mein Gottvertrauen und meine Glaubenszweifel, um mein menschliches Lieben und Hoffen, um meine falsche Selbstsicherheit und meine Schuld. Um all das, was mit Gottes Hilfe noch aus meinem Leben werden kann. Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Karwoche. Vergessen Sie die Gottesdienste nicht, denn diese Woche ist die wichtigste in unserem Glauben. Herzlich willkommen in jeder Kirche und ganz besonders hier im Templo Ecumenico in Playa del Inglés. Ausschluss. Amen.